So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Ich habe unseren schmerzlichen Verlust in der letzten Arena mittlerweile verdaut und ich habe unseren kleinen Kenji ein bisschen nachtrainiert. Der ist jetzt Level 17. Der hat übrigens ein hastiges Wesen, was plus Initiative und minus Verteidigung ist. Naja, er hat trotzdem die höchste Verteidigung von allen unseren Teammitgliedern. Na gut, es ist halt ein Sandan. Und ich habe ihm ganz nebenbei den Schaufler beigebracht. Und er hat halt noch den Sandwirbel gelernt zwischendrin. Er wollte auch noch Giftstachel lernen, aber da habe ich gesagt, nee, lass mal. So, Sorti ist ebenfalls auf Level 17 gekommen. Und ich glaube, der Rest ist so, wie es war. Der ganze Rest hat keine Level-Ups mehr dazu bekommen. Aber gut, wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Wir haben ja schließlich noch 6 Arenen vor uns. Irgendwie müssen wir ja vorankommen. Moment, gibt's hier hinten noch eine Beere? Nö, hier gibt's nix. Und, naja, wenn wir jetzt schon wieder hier sind. Wir sind jetzt auf Route 5 und hier dürfen wir uns noch ein neues Pokémon fangen. Die Sache ist nur, es ist nicht unbedingt die beste Idee, wenn Veit hier vorne ist. Am besten im Pokémon schwächen ist, glaube ich, der Sorti, weil der hat den berechenbarsten Schaden von allen. Marvin macht zwar rein theoretisch immer noch am wenigsten, aber der hat halt diese Sache, wenn der 5-mal trifft, dann kann der den Gegner sogar one-hitten. Hier gibt es ja Level 15 Gegner. Taubsi haben wir jetzt allerdings schon. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch finden. Noch ein Taubsi. Na komm, gib uns irgendein richtig schönes Pokémon. Ein Mauzi. Level 10, okay. Dann machen wir erstmal einen Biss. Beißt zurück, okay. So. Ja, wir haben nur noch 2 Pokémon. Ich sollte vielleicht langsam mal wieder welche kaufen. Sollte ich vielleicht machen, bevor wir jetzt nachher da runterkommen zur Route. Die, wie viel ist das jetzt da unten dann südlich von zwischen Saffronia und Orania? Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Mauzi. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, das ist ein Männchen, ne? Okay. Ja, wie nennen wir den denn jetzt? Wenn es jetzt ein Weibchen wäre, hätte ich einen Namen dafür, aber bei einem Männchen, da weiß ich es jetzt gerade noch nicht. Gibt's irgendjemanden, den ich kenne, der Katzen mag? Ach, egal, ich nenne ihn einfach Crow. Dann ist der nämlich auch hier mit dabei. Mal schauen, vielleicht kommt es ja noch irgendwann dazu, dass wir ihn mal benutzen müssen. So, ich werde jetzt allerdings erstmal ein paar neue Pokébälle kaufen, weil ich habe gesehen, ich habe nur noch einen einzigen und ich will nicht, dass mir hier irgendetwas entgeht noch. Wäre ja schade. So, wir haben 14.000. Kaufen wir mal 9 Pokebälle, dann reicht das wieder eine Zeit lang. Und nachdem ich bei Misty so viele Supertränke mehr oder weniger umsonst verschwendet habe, muss man die auch nochmal wieder nachkaufen. So viele Supertränke und trotzdem 2 Tote. Das tut mir immer noch so leid, aber das blöde Mistvieh muss ja 2-mal zum richtigen Moment kritten. Und dann natürlich, als ich es paralysieren wollte, die Aqua Wave Confusion kriegen, die auch nur zu 20% kommt. Und direkt dahinter muss ich mich dann natürlich selbst hauen. Jetzt hier durch den Tunnelpfad.
So. Route 6. Hier dürften wir uns auch wieder ein Pokémon fangen. Ich hätte eigentlich theoretisch gleich ins Pokémon Center gehen können. So. Da hinten ist ein Käfersammler, aber vorher hole ich mir die Beere hier oben. Das ist so eine Zitrubeere. So. Den machen wir doch dann gleich mal als nächstes. Käfersammler Nelson mit einem Hornju. Gut, da hauen wir doch gleich mit Felsgrab drauf. Das ist bei unserem Fight sowieso noch kein einziges Mal daneben gegangen bis jetzt, was mich immer noch erstaunt. Ich meine, wir haben eine 80%ige Trefferquote und 80% Attacken treffen bei mir normalerweise eigentlich so gut wie 60%. So, da haben wir auf jeden Fall gleich mal Level 18 für unseren Fight und dann darf unser Kenji gleich den nächsten machen. So, da machen wir einen Schaufler. Ist zwar nicht effektiv gegen Käfer, aber sehr effektiv gegen Gift, also treffen wir das Hornio damit immer noch neutral. Und selbst wenn es nicht effektiv wäre, ein Schaufler macht trotzdem mehr Schaden als ein Kratzer. Ein Schaufler kommt mit einem Step auf eine Stärke von 90, also 60 mal 1,5. Das halbiert wären 45. Und der Kratzer hat eine Stärke von 40. So, da kommt noch ein Raupi. Wollen wir da wechseln? Ja, komm. Der Marvin braucht auch mal wieder was, was er einfach verhauen kann. Der muss ja schließlich noch Level 20 werden, damit er endlich brauchbar wird. Dann lernt er endlich mal seine mehr oder weniger stärkste Attacke, die er überhaupt lernt. Es sei denn, man zählt Nadelrakete, aber die ist auch. Nadelrakete ist auch nur stärker als eine Duo-Nadel, wenn sie mindestens 4-mal trifft. Und Duo-Nadel hat noch diese nette Chance, dass sie den Gegner vergiften kann. Die Chance ist dann direkt doppelt. Wenn man ja zweimal draufhaut. So, dann haben wir den Nelson besiegt. So, der Fight hat ja ein Level Up. Dann darf der Kenji jetzt nach vorne. Ich weiß jetzt bloß nicht, wer von den beiden das Shiggy und wer von den beiden das Pikachu hatte. Ich hoffe mal bloß, dass der nicht der Typ mit dem Shiggy war, weil sonst muss ich unseren Kenji hier direkt rausholen. Ja, das war der Typ mit dem Shiggy. Das ist auch noch Level 20. Sehr schön. Wer hat unsere beste Spätzdev? Das könnte unser Marvin sein. Kadi allerdings auch. Ich probiere es einmal mal mit Marvin. Okay, da kommt ein Panzerschutz. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal einen Energiefokus pushen. Ein Biss, okay, der ist speziell. Das macht unseren Marvin jetzt nicht so viel aus. So, Marvin, jetzt hau mal deine Crits raus. Ich sagte Crits, nicht zweimal treffen. Du sollst fünfmal treffen und davon sollen mindestens zwei ein Volltreffer sein. Marvin, ich mein's ernst. Komm schon, hau Volltreffer rein. Wie kannst du es jedes Mal schaffen, nur zweimal zu treffen? Es ist doch nicht so schwer. Ja, trifft er dreimal, aber immer noch kein Volltreffer. Wie viele Panzerschütze hat der jetzt schon drin? 3 oder 4? Da boostet man extra einen Energiefokus, damit man eine 25%ige Crit-Chance hat und
Der Typ crittet einfach nicht. Geschweige denn, dass er auch mal öfter als dreimal trifft. Selbst ein Crit würden wir jetzt noch überleben. Ah, ein Volltreffer. Es geschehen noch Zeiten und Wunder. Oh, zwei hintereinander. Marvin, wieso nicht gleich so? Ja, da haben wir den Günther besiegt. Den Trank hast du dir zwar eigentlich nicht verdient, aber was soll's. Ein Level 16 Radflatz. Blütenschlaf, das würde mir jetzt gar nicht gefallen. Vor allem, weil ich einen Level 16 Radflatz mit dem Schaufler definitiv noch nicht one-hitten kann, es sei denn, ich kritte. Oh. Anscheinend ja doch. Ein Pikachu kommt in den Kampf, ja, da bleiben wir doch direkt drin. Okay, der Rückenschlag macht mir jetzt nichts mehr aus, weil ein Pikachu kriege ich definitiv gewonnen hittet. Ja, es sei denn, das wollte ich jetzt gerade sagen, es sei denn, das Viech macht Doppelteam, weil ich gerade aufs Level von dem Pikachu geschaut habe und überlegt habe, kann der schon Doppelteam? Und ja, kann er. Level 16 lernt Pikachu Doppelteam. Ja, auf jeden Fall gibt es 280 EP für unseren Kenichi und er erreicht Level 18. Und wir haben nicht mal die Statik bekommen. Ich bin erstaunt. So, unser nächster Gegner hat ein Smetbo. Also ich kann Risky spielen und versuchen mit Fight ein Felsgrab drauf zu hauen. Oder ich spiele safe und mach's mit Cuddy. Was mir glaube ich die etwas liebere Methode ist mit Windstoß. Weil dieses Smetbo kann alle drei Puder. Bin mir nicht sicher, ob es Konfusion kann oder nicht. Das ist die einzige, was ich jetzt wirklich nicht weiß. Auf jeden Fall ist das Viech Level 20. Okay, es kann super sein. Na gut. Einfach weiter probieren. Hoffen, dass wir uns nicht selber hauen und wir hauen uns selber. Schlafpuder. Okay. Ja, spätestens jetzt lohnt es sich, glaube ich, auszuwechseln. Okay. Die Frage ist, ob dieses Viech überhaupt irgendwas kann, um anzugreifen. Ich traue mich nicht, Fight reinzuwechseln, weil wenn eine Konfusion kommt, bin ich am Arsch. Also gut, eine würde vielleicht sogar überleben, aber... schwierig. Sorti überlebt das genauso wenig. Ich hab eine extrem krasse Psychoschwäche in meinem Team. Die drei hier alle. Belly ist auf der defensiven Seite sowieso nicht so stark. Ich muss es jetzt einfach riskieren. Das wird schon keine Konfusion mehr können. Superschall. Okay. Triff einmal mit dem Felsgrab und dann haben wir das mit Bolus hier. So. Aufwecken. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was unsere nächsten Gegner alles so haben, aber ich glaube, die kommen ziemlich viel mit normalen Flug-Pokémon. Gegen Flug-Pokémon bin ich mit Fight jetzt zwar auch nicht unbedingt so gut, aber gegen die Normal-Pokémon sollte das auf jeden Fall was bringen. Ein
Kleinstein aus dem Mondberg wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Okay, das ist ein Taubsi. Was macht man denn gegen ein Taubsi? Nachdem das Viech nur physisch angreifen kann, auch wenn ich es totkratzen muss. Aber unser Kenji hält das einfach am besten aus. Und so wenig Schaden macht der Kleine ja jetzt auch nicht. Yay, Sandwirbel. Ich liebe es. Aber wenigstens trifft er. Noch ein Taubsi. Ich schicke jetzt da die Belly mit rein. Weil die kann das schön mit dem Hyperzahn wegmachen. Oh, überlebt es sogar. Ja, bleiben wir gleich drin. Und ruckzuck hinterher. Belly regelt das. Und Belly entwickelt sich auch bald. Nach vorne, weil ich weiß jetzt nicht, was der hat. Ich meine, der hat einen Habitag und einen Radikal. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Na gut, das Habitag habe ich zumindest schon mal richtig geraten. Und unsere Kadi kriegt jetzt Level 19. Hat sie schon mehr Spezialangriff als Angriff. Und da kommt das Radikal. So, jetzt ist die Frage, schafft unser Fight es, ein Radikal zu one-hitten? Ist der überhaupt schneller? Das ist die nächste Frage. Vom Radikal habe ich einen großen Respekt. Ich probiere es einmal mal mit Kadi und schau mal, was passiert. Das Viech ist ja schließlich nur Level 16. Was aber auch schon stark genug ist. Okay. Wir haben es paralysiert, das ist schon mal super. Dann haben wir das auch besiegt. Oh, sogar noch ein Crit hinterher. Fahnder, ne? Wir könnten uns jetzt auch direkt mal das Fahrrad holen. Ja, wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Heißt aber erstmal, dass wir wieder das Gelaber von unserem Mr. President hier durchdrücken müssen. So. Gib mir einfach deinen blöden Radcoupon. Danke, mehr wollte ich von dir doch eh nicht.